Warum an Jesus glauben, Teil 5. Die Bibel redet von Vaterschaft. Mit anderen Worten, der himmlische Vater kümmert sich um dich. Er schaut vom Himmel ab und sieht dich. Da, wo du bist. Du bist wertvoll, du bist geliebt und er hat dich mit Talent und Gaben ausgestattet, die sonst niemand hat auf diesem Planeten. Die Bibel braucht das wunderbare aramäische Wort Abba. Papa, Gott ist ein guter Vater. Ich habe mal für einen Headhunter gebeten, also einen Mann, der mir erzählt hat, dass er gerade irgendwie 6 Millionen verdient hat, ist gerade irgendwo von einem nordischen Land eingeflogen, hat gesagt, schau, ich kann alles, ich besitze alles, ich bin eigentlich kann ich wirklich alles, was die Welt mir bietet. Und ich habe für ihn gebeten und wie das Wort hört, Abba, Papi. Und ich habe ihm gesagt, schau, Gott ist ein guter Papi. Da fängt er an zu brüllen, Tränen laufen dem Mann, er umarmt mich und sagt mir, weisst, ich kann alles. Aber was ich nie hatte, ist ein lieber Vater im Himmel. Oder ein Papa oder ein Vater. Gott ist ein guter Papi. Und wenn der Papi in deinem Leben ist, der dich sieht, dann bist du angenommen, dann bist du würdig und deine Talente und Gaben können mit Vollgas zur Entfaltung kommen.